Ich begrüße dich. Dankeschön, dass du auch wieder reingeklickt hast und dich für deine Gesundheit interessierst. Du bist ein toller Typ. Heute geht es um ein ganz bestimmtes Protein, was erst sehr spät entdeckt wurde. Als man ein Medikament entwickelte, was aufgefallen war, dass das Medikament an ein ganz bestimmtes Protein andockte, was anscheinend eine große Rolle spielt, dieses Enzym im menschlichen Organismus und dessen Gesundheit. Das Protein ist wichtig für deine Zellteilung, Muskelaufbau, aber auch für die Krebsmanifestation und ganz wichtig für die Autophagie. Was bedeutet das? Das Recyceln von alten Zellen in neuen Zellen. Und das ist doch das ganz Entscheidende. Wir wollen eine Armee von Zellen, von gesunden, jungen Arbeiterzellen haben. Mammalian Target of Rapamycin. Das ist mTOR, die Abkürzung. Das Protein wurde genannt, nachdem, wo das Medikament angedockt hat. Viele haben sicher schon mal was von mTOR gehört. Das ist ein Protein aus 2549 Aminosäuren in der Serin-Theronin-Kinase. Kinasen sind immer Enzyme, die Phosphatgruppen verschieben und damit Enzyme aktivieren oder deaktivieren. Die Phosphatgruppen bekommen sie vom universellen Energieträger ATP. Daher, logisch, mTOR, das Protein, was junge Zellen aufbauen kann, beziehungsweise alten jungen Zellen machen kann, ist aktiv, wenn viel Energie da ist, also wenn wir essen oder bei Stress, wenn Zucker durch Gluconeogenese aus der Leber wieder frei wird. Und vor allem nicht nur Energie, sondern auch Aminosäuren. Daher sind Proteinisolate, wie Fleisch es ist, ohne Ballaststoffe starke mTOR-Induzierer. Das ist aber nicht sonderlich vorteilhaft, wenn mTOR aktiviert wird, sondern eher, wenn es deaktiviert wird, genau genommen, wenn man einen guten Rhythmus hat und eine gute Abwechslung hat zwischen aktivieren und deaktivieren. Da kommen wir aber gleich zu. Kommen wir zum Vorteil von mTOR und Nachteilen. Und danach zeige ich euch, wie ihr mit einem ganz bestimmten Verfahren und Lebensmitteln das Beste daraus macht für eure Gesundheit, wenn ihr aufpasst. Der Vorteil, das Protein mTOR, ist, dass Zellen sich teilen und vergrößern. Hypertrophie nennt man diesen Vorgang. Das ist aber auch das, was wir wollen, wenn wir Muskel aufbauen wollen oder erhalten wollen. Es geht allgemein aber auch um Aufbau von Zellteilung im Körper, daher auch Wundheilung und so weiter. Muskeln haben viele Vorteile, denn sie verbrennen Fett im Schlaf für dich. Das wiederum hat den Vorteil, dass weniger Fett da ist, denn diese sind Entzündungsmarker in dein Gewebe und regt deinen Hunger an, da du deine Leptinresistenz ausbildest mit der Zeit. Fettgewebe sondert ein Proteohormon aus, das Leptin, was normalerweise, wenn es die Blut-Hirn-Schranke überwindet, aber Hunger reduziert. Das ist logisch gedacht von der Natur. Hat jemand viel Fett, wird viel von diesem Leptin, der Appetitzügler, produziert von dem Fettgewebe. Das Problem ist aber, mit der Zeit gewöhnt sich dein Gewebe und dein Hirn und bildet eine Resistenz. Denn dein Körper hat nicht vorgesehen, von der Evolution, dass wir ständig dick sind, nur in bestimmten Phasen dick sind. Ja, wie zum Beispiel, wenn wir uns sehr viel angefressen haben, vielleicht für den Winter oder wie auch immer halt, so wie es Tiere heute noch machen halt, ja, so. Und das ist eben eine typische Zivilisationskrankheit, ja, dieses ständige Fettgewebe und damit auch ständiges Hungergefühl, weil du eine Leptinresistenz ausbildet, das Proteohormon, was normalerweise deinen Appetit zügeln sollte. Daher kommt es zu noch mehr Hunger, noch mehr Fettaufbau und der Kreislauf hat begonnen. Also fassen wir kurz zusammen. Dann ist mTOR aktiv, wenn viel Energie zugewandt wird in deine Ernährung durch Proteinzufuhr. Das heißt, Muskeln werden aufgebaut. Ja? Hingegen ist mTOR inaktiv, wenn wenig ATP da ist, von dem es sich Phosphatgruppen nehmen kann, um seine Arbeit zu verrichten und andere Proteinstrukturen zu aktivieren, besonders stark beim Fasten oder Proteinverzicht. Das Interessante ist aber, ist mTOR inaktiv, kommt es zur Autophagie im Körper. Das heißt, dein Körper hat jetzt die Fähigkeit, aus alten Zellen neue Zellen zu bauen. Und das ist logisch. Autophagie bedeutet, ältere Zellen werden abgebaut und recycelt vom Körper, denn das ist das, was wir haben wollen, junge Zellen. Isst du hingegen wieder, baut der Körper diese Zellen wieder auf, denn mTOR steuert ja die Zellteilung. Daher ist eine Balance sehr entscheidend zwischen Muskelerhalt und Muskelaufbau und der Autophagie der Zellerneuerung, das heißt der Entgiftung von alten Zellen. Du kannst nicht gleichzeitig essen und entgiften. Ein altes Sprichwort schon. Stimuliert man es zu viel, altert man massiv, da der Körper keine Autophagie einleiten kann und sich nicht von älteren Zellen entgiften kann und damit erhöht man sein Krebsrisiko. Stimuliert man es zu wenig, verliert man Muskelmasse und Zellteilung verlangsamen sich. Doch zurück. Es steuert die Proteinbiosynthese, also den Aufbau von Proteinstrukturen, also vor den Muskeln
aber auch anderen Gewebe und im schlimmsten Fall auch von Krebs, indem es die Transkription, Translation, ribosomale Biosynthese vorantreibt und die Größe der Zellen beeinflusst und nicht nur beim Aufbau. Hingegen wurden so schon einige Therapiemaßnahmen angesetzt, denn eine Inhibition von mTOR führt zum Zellzyklusstopp in der G1-Phase der Mitose. Der Vorgang, den eine Zelle durchläuft, wenn sie eine Kopie von sich selbst herstellt. Das ist ein natürlicher Vorgang, in dem alte mit neuen Zellen ersetzt werden. Doch bei Krebs gerät dies außer Kontrolle. Das Thema Zellalterung ist ein sehr entscheidendes Thema, wie krank oder gesund ein Mensch war, ist und sein wird. Hast du nicht die Fähigkeit, aus älteren oder beschädigten Zellen schnell neue zu bauen, macht sich das bemerkbar, zum Beispiel in der Wundheilung oder auch in der Schwangerschaft, dass das Kind klein ist oder nicht so, wie es sein sollte, oder auch das Tumorwachstum. Wieso das so entscheidend ist, dass wir wissen, laut Statistik, jeder Zweite an Krebs im Laufe seines Lebens erkrankt. Dass ältere Zellen viel mehr Zeit haben, Mutationen zu entwickeln und zu entarten, bevor sie recycelt werden, sollte sehr plausibel für jeden sein. Beispiel. Eine Zelle, wenn sie 4 Tage alt ist, bevor sie recycelt wird wieder von deinem Körper, durch mTOR, und am 2. Tag eine Mutation hatte, die zu Krebs geführt hat, hat das sicher keine Auswirkungen. Wird eine Zelle aber 90 Tage alt und hat eine Mutation am 2. Tag, die zu Krebs geführt hat, hat es definitiv einen Einfluss auf deinen Körper. Krebszellen sondern Laktat ab, das Anion der Milchsäure, was andere Zellen essen und vermehren lässt und sich wieder stärken lässt und davon eben auch weitere Krebszellen wachsen lässt. Ihr versteht, wie wichtig es ist, junge Zellen zu haben in der Prävention von Krankheiten. Da ist es sicher sehr entscheidend, dass immer genügend Nährstoffe da sind, um neue, gesunde Zellen aufzubauen. Denn bei einem Recycle-Prozess kann nicht 100% der Zelle recycelt werden, sondern einen kleinen Teil müsst ihr durch eure Ernährung, durch euren Lebensstil eurem Körper zur Verfügung stellen, damit er auch dies so umsetzen kann. Fassen wir zusammen und machen Lösungsvorschläge. mTOR wird bei Proteinen oder Zuckerzufuhr stimuliert und führt dazu, dass vermehrt Zellen sich teilen in der Proteinbiosynthese und wachsen in der Hypertrophiephase. Daher macht es Sinn, Kohlenhydrate und Proteine rund um die sportliche Aktivität zu verzehren, denn das ist der Moment, wenn wieder neues Gewebe aufgebaut werden sollte und Muskel wachsen sollen und größer werden sollen. Durch Fastenzeiten gibt man seinem Körper Zeit, ältere Zellen zu recyceln und neue Zellen, die leistungsfähig sind, bereit zu machen. Daher empfiehlt es sich, morgens etwas mit dem Frühstück zu warten und abends schon etwas eher aufhören mit dem Essen, damit der Körper für den Prozess genügend Zeit hat, alte Zellen zu recyceln. Wenn man aber dennoch Hunger hat, wie wir gelernt haben, reagiert mTOR nur auf Protein und Zucker. Daher wäre eine Fettmahlzeit die beste Wahl, denn so kann dein Körper weiter der Autophagie nachgehen, obwohl du gegessen hast. Hier wären zum Beispiel Macadamia-Nüsse geeignet, denn das sind die Nüsse, die am wenigsten Protein und am meisten Fett enthalten. Hanfsamen zum Beispiel oder Mandeln haben zwar auch viel Fett, aber auch viel Protein, über 20 Gramm, und sind daher nicht geeignet, da sie wieder mTOR aktivieren würden und damit auch die Autophagie, das heißt das Recyceln von alten und neuen Zellen, stoppen würden. Avocado und Oliven sind sicherlich auch eine sehr gute Wahl. Machen wir eine kurze Zusammenfassung. mTOR ist sehr entscheidend, damit und wann dein Körper Muskeln aufbaut. Das ist ganz wichtig und Zellteilungen einleitet. mTOR ist aber auch gleichzeitig sehr wichtig, wenn es inaktiv ist, dass alte Zellen in neue Zellen umgewandelt werden. Das heißt, man möchte mTOR aktiv haben eine gewisse Zeit und eine gewisse Zeit möchte man mTOR inaktiv haben. Das heißt, man möchte mit den Recycle-Maßnahmen von mTOR erreichen, dass alte Zellen abgebaut werden, indem man die Fastenzeit immer weiter verlängert, ja, über einen gewissen Zeitraum fastet, intermittierendes Fasten macht und dann eben wieder Kohlenhydrate, Proteine zuführt in einen ganz bestimmten kleineren Zeitraum, um mTOR zu stimulieren, um die Zellteilung jetzt nach voranzutreiben. Denn man muss sich ja vorstellen, der Körper hat alte Zellen recycelt. So, und jetzt müssen ja wieder neue Zellteilung und Wachstum von Zellen passieren. Das heißt, ihr müsst auch gleichzeitig wieder mTOR stimulieren. Ja? Von daher an, das Beste, was ihr tun könnt, ist, morgens etwas das Frühstück herauszögern. Ja? Zum Beispiel kann man da ein bisschen überbrücken mit Fettmahlzeiten. Abends könnte man ebenfalls ein bisschen überbrücken mit einer Fettmahlzeit oder mit Mahlzeiten mit sehr viel Ballaststoffen, ja, wie zum Beispiel Grünblattgemüse. Ja? So habt ihr mehr Zeit, Autophagie einzuleiten, ja,
und die Mahlzeiten eher in einem Zeitraum von circa 8 Stunden konsumieren. Das ist der Zeitraum, wo ihr wieder gesunde Zellen aufbaut. Die 16 Stunden ist der Zeitraum, wo ihr alte Zellen abbaut. Das nochmal als Tipp von mir. Probiert es aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns im nächsten Video auf purazell.de. Könnt ihr mich unterstützen für meine Arbeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.